Bei mir auch. Wer ist heute Abend mit seiner besten Freundin hier? Wow, so viele. Zwei Beste? So. Bist du auch, ist das auch deine Beste oder hast du noch eine andere? Ah, okay, dann ist das schon die beste Freundin, wenn das das Weihnachtsgeschenk war. Meine beste Freundin heißt Pille. Die ist leider heute Abend nicht da, die kann ja nicht immer dabei sein, aber meine Pille, die habe ich mal an einem Strand kennengelernt, vor 10 Jahren, wenn dieses Jahr 10-jährig ist. Und da hat sie mich einfach angequatscht, hatte keine Ahnung, wer ich war. Es kommt auch nicht so oft vor, aber es war sehr erfrischend und sie hat mich einfach vollgetextet und wir haben bei Cappuccino angefangen und nachts bei Weißwein irgendwann aufgehört und haben uns unsterblich ineinander verliebt. Und ich musste sie, als ich nach Berlin gezogen bin, vor 6 Jahren, dann schweren Herzens im Norden zurücklassen. Und sie hat mir irgendwann mal einen wundervollen Brief geschrieben, den ich mir in mein Büchlein gelegt habe, wo ich Textideen sammle. Und als ich für einen Song eine Textidee brauchte und da rumgeguckt habe, fand ich diesen Brief und habe mir überlegt, dass ich den vertone und daraus einen Song mache. Das ist der einzige Text auf der Platte Muttersprache, den ich nicht selber geschrieben habe, den sie quasi geschrieben hat, und ich habe daraus ein Lied gemacht. Und sie hat mir erlaubt, es auf die Platte zu nehmen. Und jetzt möchte ich es für euch und für alle besten Freundinnen singen. Hier kommt meine Inti. Du bist.